Frank Siepmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2010 in Karlsruhe. Ja, in unserer Playlist und unserer Clip-Reihe haben wir jetzt schon jede Menge Bildungsakteure kennengelernt, spannende neue Trends im Bereich digitale Medien im Bildungsprozess kennengelernt. Aber jetzt wollen wir uns noch einmal mit der LearnTech als Veranstaltung beschäftigen. Und dazu habe ich zwei ganz besondere Gäste, die ich auch persönlich seit Jahren groß schätze. Und wir haben eine ziemlich große Nachricht, die wir hier besprechen können. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit hier am Redaktionsplatz Stand des E-Learning-Journals, das begleiten zu können. Herr Professor Sommer auf meiner linken Seite und Herr Professor Dr. Beck auf meiner rechten Seite. Einen Doktor habe ich noch vergessen, so, der muss noch der Vollständigkeit halber nachgereicht werden. Sie haben 18 Jahre die LearnTech als Veranstaltung begleitet, als wissenschaftliche Leiter, und Sie haben sie auch mitbegründet. Jetzt ist während dieser Veranstaltung bekannt gegeben worden, dass Sie als wissenschaftliche Leitung diese Aufgabe in neue Hände offen weitergeben. Und das bedeutet, dass wir jetzt zurückschauen können auf 18 Jahre Leistung in einer jungen Branche, wo Sie maßgeblich in der Öffentlichkeit und eben auch in dieser Leitveranstaltung mitgeprägt haben. Was sind für Sie persönlich die herausragenden Erlebnisse gewesen in diesen untriebigen Zeiten? Zunächst jetzt aus der Nachschau gesehen, dass es uns einfach gelungen ist, mit der LearnTech dieser Branche eine Heimat zu geben, einen Platz, mit dem man sich identifiziert, würde sogar noch ein Stück weiter gehen. Sicherlich hat die LearnTech maßgeblich dazu beigetragen, dass das Thema E-Learning in diesem Umfang ein Thema geworden ist und inzwischen fast eine Selbstverständlichkeit. Das würde ich so unterm Strich gesehen als das Entscheidende ansehen. Und insofern können wir uns nach 18 Jahren gut zurücklehnen, dass wir also diese Pionierarbeit, glaube ich, ganz gut geleistet haben. Ja, da hat Herr Professor Sommer das Stichwort auch schon gegeben, Herr Professor Beck. Sie haben gemeinsam wie kaum ein anderer Akteur der Branche ein Gesicht gegeben. Sie haben eigentlich eine Kampagnenfähigkeit hergestellt. Was war für Sie somit die herausragendsten Ereignisse? Innerhalb der LearnTech, ja. Ne? Ja gut, also für uns war ja eigentlich so von der Strukturierung dieser Veranstaltung her wichtig, dass wir gesehen haben, dass diese Branche ja letztlich ein sehr komplexes Produkt einer komplexen Idee folgt. Und diese Komplexität der Idee, nämlich wie lernt man, wie kann man Lernen unterstützen, wie integriert man das so konzipierte Lernen, nämlich das technologiegestützte Lernen in diesem Fall, in die Organisation. Das sind so Kernfragen, und diese Kernfragen, die haben wir eigentlich zum Grundtenor unserer Veranstaltung gemacht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass diese LearnTech eben Konzepte entwickeln konnte, Konzepte präsentiert hat. Einerseits, das ist mehr so der Kongress, auch die Fragen, wo geht es hin? Man hat Orientierung gegeben auf die Zukunft hin. Das war die eine Seite, und die andere Seite war eben, dass man hier in der Messe die Möglichkeit hatte, als Hochschulangehöriger, als Unternehmensvertreter, als Vertreter von Akademien sich zu orientieren an den konkreten Lösungen, die man jetzt und übermorgen oder morgen schon im Unternehmen nutzen kann. Also diese Spiegelbildlichkeit und Ergänzungsfähigkeit von Kongress und Messe, das realisiert zu haben, hat den Erfolg dieser Veranstaltung ausgemacht und war letztlich auch für die gesamte Branche anregend. Herr Professor Sommer, vor 18 Jahren, als Sie die Messe mitbegründet haben, oder die Kongressmesse, muss man ja sagen, da war ja bei Weitem nicht absehbar, wie diese Branche sich entwickeln wird. Sie haben ja eigentlich eine Leitveranstaltung schon ins Leben gerufen, bevor eine Branche sich konstituiert hat. Haben Sie selber vermutet, sind Sie selbst davon ausgegangen, dass es ein so großer Erfolg werden wird? Sie hat ja von Jahr zu Jahr sich immer weiter verbreitet, die Veranstaltung. Also es wäre vermessen zu sagen, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt in irgendeiner Weise voraussagen konnte, dass sich diese Branche und auch der Einsatz dieser Technologien in einem Umfeld, nämlich im weitesten Sinne Lernen und Pädagogik, so umsetzen würden. Das sind ja zwei Bereiche, die eher
in einem problematischen Verhältnis stehen. Aber, und ich denke, das war für mich, das war für uns beide entscheidend, wir waren von Anfang an, und zwar längst vor der Gründung der LearnTech, davon überzeugt, dass die Nutzung dieser modernen Technologien, dieser modernen Übertragungstechniken, von Internet konnte man damals noch gar nicht reden, dass die eine entscheidende Veränderung unserer Lern- und Bildungslandschaft zur Folge haben werden. Und mit dieser Überzeugung sind wir an das Thema drangegangen, wie sich das für Hochschullehrer zunächst gehört, in einem kleinen Fachkongress in der Hochschule. Also insofern hat die LearnTech sogar eine Vorgängerin und wurde, wenn Sie so wollen, 1991 schon begründet, aber als LearnTech im professionellen Bereich hat sie sich dann 1992 konstituiert. Durch eine glückliche Konstellation haben wir damals den Geschäftsführer der Karlsruher Messe- und Kongressgesellschaft kennenlernen. Und ich werde nie diese Runde vergessen, in der wir zusammensaßen, diese Möglichkeiten erörterten und er dieses Gespräch beendete: Meine Herren, in diesem Thema steckt was drin. Okay. Also insofern könnte man sagen, dass diese entscheidende Runde dann auch der Schritt in die Kommerzialisierung war. Das andere haben Sie angedeutet, es war eine einzige Erfolgsstory, die allerdings in den ersten Jahren keineswegs so aussah, dass sie so erfolgreich sein würde. Wenn ich Ihnen da aus dem Nähkästchen plaudern darf, 1995 war die KMK mit unserer Unterstützung sogar so weit, die LearnTech weiter zu verkaufen. Okay, zu der jüngeren Geschichte werden wir dann gleich nochmal kommen, aber ich will noch einmal nachhaken, wenn wir über Bildungstechnologien sprechen und über die LearnTech sprechen, dann sind ja 90% der Themen, die hier verhandelt werden, damals ja noch gar nicht erfunden gewesen. Wir sprechen heute über Game-Based Learning, wir sprechen über Web-Based Training, wir sprechen über Learn-Management-Systeme, wir sprechen über Web 2.0, über Social Softwares. Wie fühlte sich das denn seinerzeit an? Was für Techniken sind eigentlich so in der Gründungszeit der LearnTech verhandelt worden? Also Sie haben ja jetzt eine kleine Liste von Begrifflichkeiten ausgeführt, die eigentlich nur in der aktuellen Situation ihre Gültigkeit haben werden. Der Grundgedanke, der eigentlich diese LearnTech von Anfang an getragen hat und eigentlich heute nur mit ihren jeweiligen aktuellen Ausprägungen trägt, ist ja diese ganz typisch menschliche Haltung: lernen können, lernen wollen. Und diese Grundhaltung, die gilt es natürlich von ihren unterstützenden Methoden her auch zu betrachten. Und so wie zum Beispiel das Buch eine unterstützende Idee ist zum Thema Lernen oder das selber tun, so ist eben als ein neues Medien der Rechner in den Blickpunkt gekommen. Ich habe 1976 meinen ersten Aufsatz zu diesem Thema Lernen mit dem Computer geschrieben. Und es ist also völlig klar, dass dieses Lernen jetzt mit dem neuen Medium Computer von Bestand sein wird, vor allem auch deswegen, weil der Computer sich ja zuvor als Arbeitsinstrument etabliert hat. Also es ist nicht ein nur typisches Lerninstrument, sondern es hat einen viel breiteren, wird in einem viel breiteren Kontext genutzt. Und dieser Gedanke des Lernens dann mit einem Arbeitsgerät, das ist etwas sehr Naheliegendes eigentlich. Und deswegen wird es auch Bestand haben, weil es in die Arbeitswelt integrierbar ist, etwas ganz Normales ist im täglichen Leben und jetzt ja zunehmend ja auch in den letzten Dutzend von Jahren im privaten Haushalt. Also es wird eine Methode sein, die auf Dauer etabliert sein wird. Es wird immer nur zeitaktuelle, individuelle, den technischen Möglichkeiten auch folgende Ausprägungen geben.